Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute so ein kleines Mount Guard Video präsentieren. Heute geht es um zwei Mounts aus dem Handelsposten. Diesmal ist es der Handelsposten aus dem Januar 2024 und dazu würde ich sagen, gucken wir uns natürlich auch noch an, was sonst so drin ist und da würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Ich habe jetzt schon fleißigerweise den Posten einmal komplett ausgefüllt. Ging eigentlich jetzt relativ schnell, 20 Minuten hat es gedauert mit ein paar Handelwerksaufträgen, Worldboss umhauen, meine PvP-Worldquest machen, ein paar Toys gibt es diesen Monat auch wieder, ne? Muss man ein paar Toys auspacken, das geht dann eigentlich relativ schnell und dann hat man das Ding auch schon voll. Wenn ihr wie ich fleißig wart, dann kriegt ihr jetzt auch in diesem Monat das Achievement, dass ihr 12 Handelsposten aufgemacht habt. Im Januar 2024, nee, im Februar ging es los, ne? 2024 und dementsprechend sind wir jetzt mit einem Jahr rum und da kriegen wir ein Transmog-Set für das Achievement und das habe ich schon einmal erhalten. Wir sehen aus wie eine Wächterin, also so Richtung Maiev. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte und macht schon was her. Ich frage mich, wie das Ganze aussieht bei einem männlichen Char. Weil, oder ob das nur für weibliche Chars ist? Gibt vielleicht auch eine männliche Variante, da muss ich mal noch gucken. Gut, wir wollen uns jetzt aber hauptsächlich um die Mounts kümmern. Achso, wir können die Kisten aufmachen. Es gibt natürlich wieder 1000 Belohnungen. Nee, sogar es gibt mehr als 1000 Belohnungen. 1500, was aber für mich auch zu wenig ist. Da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Also man musste 1000 Punkte holen und kriegt 1500 sogar, was nice ist. Und als Zusatzbelohnung gibt es diesmal so eine Uhr, das ist diese hier. Aber irgendwie sehe ich die jetzt auch nicht hier. Wahrscheinlich, weil ich die Handschuhe anhabe, ne? Vermute ich mal. Also die kann man dann T-mocken. Hier vielleicht in dem Vorschaubild seht ihr das. Man hat da so eine kleine Uhr mit dran. Naja, ehrlich gesagt ziemlich underwhelming, die Belohnung. Aber gut, besser als nichts. Vielleicht für den ein oder anderen T-Mock, wo ihr die Uhr ausblendet, kann das ganz nett sein. Also, ich habe jetzt hier 1500 Punkte gekriegt. Nicht 1000, sondern 1500, was ganz nett ist. Das Problem ist, ich bin jetzt bei 2300. 800 Punkte hatte ich, glaube ich, noch gespart gehabt. Und jetzt gucken wir mal rein. Diesen Monat gibt es sehr, sehr viele Sachen. Erstmal hatte ich mir was eingefroren, das werden wir aber, denke ich mal, nicht benutzen. Ihr seht, hier ist das quasi nach den Punkten geordnet. Das allererste, was wir haben, ist ein Assemble. Sieht ganz nett aus, ne? Hier so, hat ein bisschen was von dem Goblin mit diesen ganzen Spielereien hier dran und der Gasmaske. Sieht bestimmt an dem Goblin relativ nice aus, muss ich sagen. Würde ich mir gern holen, kostet aber ein bisschen viel. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Mounts an. Also, es gibt hier einmal das Mount, gepanzerter goldener Pterodax. Und, Pterodaxe gibt es schon einige im Game. Der goldene sieht tatsächlich ganz cool aus und den werden wir uns jetzt einmal kaufen. Für 800 Marken. Einmal das Mount. Und da ist es aufgeploppt. So, jetzt habe ich noch 1500. Dann, haben wir als zweites hier einen Käfer. Und zwar kupferner Resonanzkristall. Das ist ein Käfer, kostet auch 800 Punkte. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ist auch ein einzigartiges Model, oder? Ich bin gerade überlegen. Nee, ich meine, so ein Model hatte man tatsächlich noch nicht. Und ja, auch das holen wir uns. Und Gott sei Dank bin ich in Mathe anscheinend schlecht, weil ich dachte, es reicht nicht. Aber da ich sehr viel Glück habe, reicht es doch. Ich kann mir sogar auch noch das Pet kaufen. Und zwar zeitverlorener Salamander. Und das ist dieses kleine süße Pet. Da gibt es schon ein paar ähnliche Models. Das ist jetzt halt eine goldene Variante. Und auch den kaufen wir uns für 600 Punkte. Die Mounts werden wir uns gleich nochmal angucken. Auch mit einem Mount-Special, hätte ich gesagt. Bevor wir das machen, gucken wir jetzt mal die restlichen Items noch durch. Ich habe jetzt richtig Glück gehabt, dass ich noch 800 Punkte über hatte. Und man diesen Monat nicht 1000 gekriegt hat, sondern wie ich es vorhin jetzt, glaube ich, schon zweimal erwähnt habe, 1500. Also ich hoffe mal, dass ihr auch Glück hattet. Wenn ihr jemand seid, der immer die Main Collectibles mitnimmt, nur so Mounts, Pets, Toys, dann, dass es gereicht hat. Wenn euch das nicht gereicht hat, ihr könnt die Items hier unten reinziehen und die euch quasi speichern. Und dann könnt ihr sie nächsten Monat benutzen. Dann müsst ihr halt hoffen, dass nächsten Monat keine Sachen dabei sind, die ihr unbedingt haben wollt, dass ihr euch die dann leisten könnt. Gut, so viel dazu. Dann gucken wir weiter. Jetzt haben wir noch ein bisschen T-Mock. Warte mal, wie war denn das? Irgendwie konnte man, glaube ich, hier ausschalten, Rüstung verbergen, ne? Dann sieht man mal ein bisschen besser.
was wir Neues kriegen. Und die Elfin ist ohne Klamotten auch attraktiv. So, da haben wir es. Das ist einmal hier so einen Rücken. Der sieht schon schick aus, muss ich sagen. Dann haben wir einmal eine Flinte. Die macht tatsächlich schon was her. Hier, ich mag so Waffen mit einem Haufen Details, ne? Die hat jetzt hier noch so Einkerbungen. Hat schon was. Dann haben wir eine Axt. Ja, die ist nett, haut mich jetzt aber nett vom Hocker, ehrlich gesagt. Warte mal, kann man da immer. Bei manchen kann man noch weiterschalten. Dann haben wir ein Schild. Das wird zum Mount passen, ne? Diesen Scarabeus-Mount. Ist nett. Dann haben wir einen Sack mit Gold. Ich muss sagen, prinzipiell ja. Aber, dass der so starr ist, gefällt mir nicht. Normalerweise, wenn du so einen Sack in der Hand hast, dann fällt er doch runter und das Gold fällt hier auch. Also irgendwie, es ist cool, dass es schimmert, aber dass das so starr nach hinten geht, der müsste dynamisch sein, dann wisst ihr, dass es so runterhängt. Weil so, weiß ich jetzt nicht, sieht es ein bisschen komisch aus. Dann haben wir, ich habe mich vorhin schon gefragt, also das, was wir auf dem Rücken haben können, haben wir quasi auch als Schild, das ist das ganz gleiche, ne? Weil das dachte mir schon, das könnte auch ein Schild sein hier auf dem Rücken. Ah, okay. Das ist ja Rücken und eine Schildhand. Was haben wir hier noch? Eine Halskette? Das sieht aus wie von diesen Blade Mastern aus Warcraft 3, die Dinger, ne? Bloß, ich glaube, die waren ein bisschen größer. Dann haben wir diese Handschuhe. Ich finde, die sind irgendwie weird. Ich weiß auch nicht. Die gab es schon in verschiedenen Farben. Jetzt haben wir sie auch in einem Orangeton. Und das ist eine ziemlich. Aus wie ein Wappenrock. Gildenmacht. Das sieht ein bisschen fellmäßig aus, okay. Das ist ein schickes Kleid. Das hat was tatsächlich. Dann haben wir nochmal eins, aber hier nur ein Unterteil, so wie es aussieht. So ein Rock. Dann haben wir so Lederschuhe. Okay, das ist ganz cool. Ein mehrfarbiges Hemd. Das hat was tatsächlich. Was haben wir hier? Okay, das ist ein ziemlich basic Umhang, wie es 10.000 Mal gibt. Der haut mich nicht vom Hocker. Und hier haben wir quasi ein komplettes Set. Das sieht ganz nett aus. Kann man machen. Muss man jetzt aber nicht unbedingt. Und dann gibt es halt hier noch ein paar zurückgekehrte Items. Die hatte man schon, ne? Wie jetzt hier die Stangenwaffe. Die Totems, die finde ich nicht so verkehrt. Dann nochmal in Blau. Gut, der Kopf, weiß ich nicht. Das ist jetzt nichts Tolles. Und da hat man nochmal die Escape. Okay, also das sind soweit die Items. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Mounts noch an. Also der goldene Pterodax und kupferner irgendwas. Schauen wir mal die Mount-Specials noch kurz an, dass wir dem Mount-Guide hier noch alle Ehre machen. Achso, die müssen wir eh auspacken. Okay, dann fangen wir jetzt mal an hier mit dem Kupferviech. Wie gesagt, aufsitzen. Ich glaube, der geht so ein bisschen hoch und wackelt mit den Flügeln. Ich meine, irgendeinen Mount gab es doch schon mal. So in die Richtung. Achso, ich muss Mount Special eingeben, sonst geht natürlich hier nichts. Jetzt schauen wir mal. Er wackelt mit. Der fliegt sogar hoch. Irgendein Mount hatte auch so ein ähnliches Special. Dass der so neonlila oder pinke Flügel hat. Ist schon ganz cool, muss ich sagen. Definitiv, wie läuft der denn? Hier, der hat 6 Beine. Krabbelviecher. Aber sieht relativ schnell aus, ne, wenn er so krass krabbelt und fliegen. Hat schon was, definitiv. Gut, dann schauen wir noch den Pterodax an, den haben wir hier. Und dann setzen wir da auch noch drauf. Special. Okay, das kennen wir von den Pterodax Mounts, ne? Bisschen kreischen. Ja, okay. Ja, die goldene Farbe hat was, ne? Hat auch die goldene Rüstung. Sieht auf jeden Fall schick aus. Ja gut, dann sind wir auch damit schon durch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr euch gekauft habt. Habt ihr genauso viel Glück, dass ihr noch ein paar Punkte überhattet, euch das zu kaufen? Ich bin jetzt ehrlicherweise davon ausgegangen, dass ich nicht die Haupt-Collectibles kaufen kann, also 2 Mounts und ein Pet. Bin jetzt echt sehr froh, dass das geklappt hat. Und ja, damit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als mich zu verabschieden. Ich wünsche euch noch ein frohes Neues, ne? Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.